Hi, ich bin's, euer Sebastian aus der Tauchbasis Schwerelos. Heute möchte ich euch mal was zum Thema BCDs erklären. BCD ist das englische Wort für Buoyancy Control Device, bei uns üblicherweise als Jacket verkauft und auch umgangssprachlich darin bezeichnet. Das heißt, wenn euer Tauchlehrer euch nach einem Jacket fragt, redet er über die BCDs, so wie ihr das in eurem OWD-Kurs oder in allen weiterführenden Kursen gelernt habt. Ich würde jetzt erstmal so auf die grundlegenden verschiedenen BCDs eingehen, Vor- und Nachteile erwähnen und dann könnt ihr selber entscheiden, was das Richtige für euch ist. Wir fangen mal an. Das sind so unsere Einsteiger-Jackets. Das sind auch die, die wir in Kursen an unsere Schüler hergeben. Was hier vielleicht ganz interessant ist, das ganze BCD unterscheidet sich schon mal darin, dass du überall Luft um dich herum hast. Das heißt, die Luft, die du in das Jacket lässt, die verteilt sich über deinen Rücken und verteilt sich auch an den Seiten. Bedeutet, du selbst wirst im Wasser immer das Gefühl haben, dass du richtig von Luft umschlossen bist. Gerade an der Oberfläche als Einsteiger gibt dir das ein sehr, sehr angenehmes Gefühl, weil du einfach stabil stehst. Was du bei den BCDs heute eigentlich überall hast, sind integrierte Bleitaschen. Das ist total praktisch, weil ihr habt es bestimmt schon im Urlaub gesehen, Leute, die ihre Bleigurte um sich rumtragen, dann rutschen sie hoch, dann rutschen sie runter, dann passen sie gar nicht mehr. Gehört hier mit absoluter Vergangenheit an, haben aber heutzutage eigentlich alle Jackets. Beim Kauf vielleicht trotzdem einfach darauf achten, dass ihr was Aktuelles kauft, wo eben die integrierten Bleitaschen dabei sind. Dann habt ihr in der Regel drei Schutzsysteme. Ihr habt einmal einen Brustgurt, der das Ganze nochmal enger an euch festhält, der auch einstellbar ist. Dann habt ihr einen Bauchgurt, der einmal mit Klettverschluss zu schließen ist, damit es wirklich eng am Körper liegt. Und ihr habt zur Sicherung noch einen zweiten Gurt drüber, wo das Ganze dann auch nochmal von der Größe her anpassbar ist, sodass im Prinzip zu eurem Körper das BCD immer richtig passt und auch nicht rutscht. Unsere nächsten BCDs sind Wings, Wing Jackets. Der Unterschied hier ist schon mal, ihr seht, ihr habt hier an der Seite gar nichts. Die Seiten sind komplett nackt, ihr habt praktisch hier bloß die Träger und auch hier eure Bleigewichte. Ähnlich wie bei unserem normalen Jacket, was wir vorher gesehen haben, mit einfachem Schnellverschluss, so dass ihr da das Blei integriert habt. Jetzt der ganz große Unterschied ist, die Luft habt ihr in dem Jacket nur hinten. Bedeutet, wenn ihr an der Oberfläche gerade als Einsteiger treibt, kann das Jacket euch immer ganz leicht nach vorne pushen. Möglich, dass das im ersten Schritt ein unangenehmes Gefühl ist, aber da gewöhnt man sich dran. Der gigantisch große Vorteil an dem Jacket ist einfach, ich selber benutze auch, dass du einen total super Trim unter Wasser hast. Du hast nichts, was dich vorne rumschiebt oder hochzieht, sondern du hast es wirklich auf dem Rücken, hängst da sauber drinnen und fühlst dich einfach viel, viel freier. Du hast nichts, was da irgendwo drückt oder wo du rumfummeln musst. Hast halt auch keine Taschen. Also es gibt immer Pro und Contra, aber gerade wenn ihr viel taucht und regelmäßig taucht, finde ich einfach, ist ein Wing Jacket die angenehmere Variante. Für die Tauchfreaks unter euch haben wir natürlich auch Tech Jackets. Der große Unterschied hier ist nochmal, dass alles viel, viel individueller ist. Ihr habt praktisch bei einem Wing Jacket, es ist trotzdem immer was vorgefertigt. Das bedeutet, die D-Rings an den Schultern sind an einer fixen Position, die ihr durchs Festziehen der Riemen zwar höher und niedriger kriegt, aber nicht zu 100% zu euch passt. Bei dem ist das was ganz anderes. Ihr könnt jeden D-Ring einzeln einstellen. Jeder Träger ist einzeln eingestellt. Ihr habt individuell irgendwelche Backplates. Es gibt einmal die Komfortvariante, wie ihr hier seht, wo ihr über einem Backplate nochmal ein bisschen Schaum drüber habt, sodass es einfach gerade beim Tragen an Land angenehmer am Rücken ist und nicht ganz so hart wie die alte Metallplatte. Das ganze Verstellen bei denen, du hast einfach hier über ein Riemensystem. Das heißt, ich ziehe und ziehe es auch wieder locker. Ich habe nicht mehr ganz so viele Einstellmöglichkeiten wie bei den Urlaubsjackets oder bei den Wingjackets. Was aber auch daran liegt, dass die Sachen in der Regel keine Leitsachen sind. Das heißt, die kauft man sich und dann ist das auch deins und du stellst es immer wieder auf dich selbst ein. Ihr seht hier zum Beispiel, was das ganz Entscheidende bei diesen Tech-Jackets ist. Die funktionieren mit Doppelgeräten. Was bedeutet, ich zeige euch mal eine neue Blase. Ihr habt hier in der Mitte einfach die Möglichkeit, über zwei Schrauben das gesamte Doppelgerät zu befestigen. Auch der Inflator-Schlauch ist hier zentral gelegen, sodass er nicht in der Mitte irgendwo an der Flasche anliegt, sondern wirklich zwischen den Flaschen sauber durchläuft. Also dieses ganze Konstrukt ist eigentlich für ein Doppelgerät gemacht. Es gibt auch hierzu Adapter, dass ihr nur ein Tauchgerät braucht und mit einem Singletank und mit einem Doppeltank tauchen könnt. So, zu guter Letzt stelle ich euch noch Side-Mount-Jackets vor.
Seid morgen vielleicht nochmal was ganz Spezielles, was ihr so relativ selten tauchen werdet, gerade wenn ihr Urlaubstauchgänge macht. Sidemount ist eher im Bereich, wo man Höhlen taucht oder Wracktauchen geht, wo man einfach sehr, sehr kompakt sein muss, damit man nirgendwo hängen bleibt. Worin unterscheidet sich jetzt nochmal eine Sidemount Jacket? Ihr seht, hier ist eigentlich nichts dran. Ich habe im Prinzip bloß noch Trägersystem. Mein Trägersystem, was einmal über die Schultern, um den Bauch und in der Regel auch zwischen den Beinen durchkommt. Weil gerade beim Frack- oder Höhlentauchen ist es nicht unüblich, dass man kopfüber steht. Und da will man nicht, dass das Ganze dann nach oben rutscht. So, als Auftriebskörper habt ihr hier eine kleine Blase am Rücken, die üblicherweise über die Bungees nach vorne geschnallt wird. Und ihr seid dann so ein bisschen wie ein Taco-Wrap eingekuschelt da drin. Ihr braucht auch nicht übermäßig viel Luft in eurer Blase, der sehr, sehr viel auch mit dem Anzug macht und generell die Tauchgänge nicht die größten und tiefsten sind. Was hier auch ganz wichtig bei diesen Sidemount Jackets ist, ist die große Anzahl an D-Rings. Das heißt, dadurch, dass ihr natürlich eure Flaschen links und rechts tragt, müsst ihr auch immer mal die Position der Flaschen korrigieren, weil eine leichte Flasche einfach den Auftrieb hat. So, das wäre es eigentlich zu den verschiedenen grundlegenden Arten von Jackets. Entscheidend für euch wird sein, was wollt ihr tun und wo wollt ihr tauchen. Je nachdem könnt ihr euer Jacket an eure Bedürfnisse anpassen. Das war's soweit von mir. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao!